Tja, moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Nightmares K6 und 8, bla bla bla, der Titel ist einfach viel zu lang. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wie immer viel Spaß beim Anschauen. Wir kriechen hier weiter durch die dunklen Tunnel. Was haltet ihr davon, wenn Leute Tunnels sagen? Ich weiß, ich finde das voll merkwürdig. Ich glaube, das ist voll falsch. Ich höre das derbe oft bei Leuten, auch bei gebildeten Menschen. Muss ich abhauen vor dem Viech? Aber es heißt doch eigentlich ein Tunnel, zwei Tunnel, drei Tunnel. Es ist auch egal, wie viele Tunnel es sind. Es bleibt bei Tunnel. Gibt ja so Wörter, die einfach keine Mehrzahl haben, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass er hier einfach die ganze Zeit im Kreis rennt. Komische Fisch. Kommt der jetzt nochmal hier lang oder nicht? Mein Plan war jetzt eigentlich zu warten, bis er nochmal eine Runde macht und dann hinterher zu schleichen. Egal, ich gehe jetzt einfach erstmal hier lang. Soll ich machen? Er ist hinter mir her. Ich bin tot. Ich bin auf jeden Fall tot. Das weiß ich jetzt schon. Der ist einfach zu schnell. Aber vielleicht war die Idee nicht schlecht. Vielleicht habe ich zu lange... habe ich genau das falsche Timing gehabt. Probieren es jetzt einfach nochmal, aber diesmal ein bisschen zügiger. Ich weiß auch gar nicht, aber kommt er hier durch? Er ist blind. Blindfisch, Blindfisch. So, wir müssten hier eigentlich denn am meisten Zeit haben, wenn er wirklich hier irgendwie im Kreis schwimmt. Nein, der dreht doch jetzt nicht wieder um. Also selbstverständlich dreht er wieder um, oder? Nein. Doch, nein, ja. Ja. Diese riesen Füße. Riesen Käsefüße. Nein! Nein! Ich bin schon wieder tot. Ich muss mal gucken, wie sieht uns das Viech, wenn wir einfach hier stehen bleiben? Ist das geräuschorientiert oder sieht uns das? Er sieht mal gar nichts. Das heißt, wir können ihn vielleicht dort hinten aus dem Weg gehen. Ich glaube, da wo er jetzt reinschwimmt, da müssen wir hin, weil wo soll es denn sonst? Hier geht es nur im Kreis. Das heißt, er schwimmt gleich da rechts lang. Das heißt für mich, ich bleibe genau hier stehen und kann, wenn er dort rauskommt, da kurz reinhuschen. Ey, hör auf, ins Wasser zu purzen. Der braucht jetzt auch erstmal eine Weile, bis er wieder hier ist. Nein, ich drehe mich nicht um. Ich gehe einfach weiter. Nicht umdrehen, stehen und gucken. Da erhöht nur das Risiko, dass man stirbt. Wobei ich das Gefühl habe, ich bin gleich tot. Geräusche werden lauter. Bleib mal lieber stehen.
ich glaube, wenn ich da durch bin, bin ich safe, oder? Bin ich jetzt schon safe? Ich weiß es nicht. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen, Leute. Schnauze, ich muss weitergehen. Ich hab zu tun. Ich bin mit dir hin beschäftigt. So langsam, wie es nur irgendwie möglich ist. Was ein Scheiß hier. Steckt er da echt sein Gesicht in das Wasser rein? Da hat gerade der Fisch reingefurzt und hier schwimmen die riesigen Käsefüße drin rum. Füße, die so groß sind wie Oberkörper. Hier fehlt ein Schalter. There's something missing in order to activate it. Finde den fehlenden Hebel. Die wollen mich verarschen. Ich will nicht wieder die ganze Zeit einem Fisch vorbeirennen. Das ist doch kacke. Das dauert voll lange. Ich hoffe, dass das jetzt hier zumindest ein Speicherpunkt war. Kommt der Fisch jetzt hier rüber? Oder bin ich hier in einem sicheren Bereich gerade? Egal, ich gehe jetzt einfach gucken. Ich will hier nicht dumm rumstehen. Dumm rumstehen ist irgendwie das Schlimmste. Ist hier gleich der Hebel? Nein. Doch? Oh, ein Glück, ey. Ein Glück, ey. Das war jetzt ja nicht so das Theater. Ich habe hier ja schon das Schlimmste befürchtet. Ey, das müsst ihr bei diesem Spiel auch. Finde eine Fluchtroute. Himmel. Ja, mega! Nice. Let's get out of the grand sewer. Aber hallo, ey. Leute, spült nicht eure Fische ins Klo runter, dann kommt sowas dabei raus. Henrietta Catwards Tagebuch, böse Verführung. Das Böse ist ein seltsames Ding. Es beginnt mit einer Verführung, die dich in eine Ekstase bringt. Doch mit der Zeit kommt ein Moment, in dem man die Veränderung deutlich sieht. Doch dann ist es immer zu spät. Diese böse Entität hat nicht nur meine Geliebte verschlungen, sondern all meine Kräfte geleert. Als ich mich im Spiegel betrachtete, stellte ich voller Schrecken fest, wie es mich physisch gezeichnet hat. Eine fremde alte Frau reflektiert mit meinem Gesichtszügen und etwas in mir, etwas Dunkles und Böses, begann zu wachsen. Drei Nächte nach meiner schlimmsten Tragödie erschien mir Anna in einem Traum. Ihre Worte waren, selbst in Träumen werde ich bei dir sein.
Die treue Anna. Nice. Was atmet denn hier? Das ist ja wieder Fisch. Das ist ja mal ein schöner langer Gang hier. Ein sehr schöner langer Gang hier, Leute. Ja, mal rauf, die Scheiße. Something to open it. Ja, wo soll ich denn jetzt hier irgendwas zum Öffnen hernehmen? Hier. Und hier? Oh, nice. Ja, Leute. Er hat mich totgekotzt. Er hat mich einfach totgekotzt. Er kommt. Er latscht eine Viertelstunde lang den Gang runter, um mir ins Gesicht zu kotzen, damit ich den Tod umfalle, ey. Ach, jetzt kann ich sie noch gar nicht anwählen. Er muss erstmal sehen, dass die Tür zu ist. So, wir müssen ganz hinten anfangen. Eins, hier. Hier noch einer. Hier, guck mal, hier ist noch einer. Noch weiter hinten? Nein. Den hatten wir. Den hier. Ist jetzt offen? Ja, eben, ey. Warum macht er denn nicht einfach die scheiß Tür zu? Sollte das jetzt so sein? Boah, boah, das sollte so sein. Wie sinnlos, ey. A lot of information has surfaced. Something terrifying happened in its history. All this belongs to the dark side of Kedward. Something representative of the events that previously occurred. Our scientists have informed us of satanic rituals and very strong energies. Try to find an exit as soon as possible. Yeah, yeah, no. The Kedward dark side? Darker than everything I just went through? Die Kerze hier mal mitnehmen. Sehr schön. Links eine. Es ist so schade, ich würde so gerne, dass mir das Spiel noch besser gefallen würde, weil es echt so schön aussieht und sowas, aber solche Sachen machen es mir halt unmöglich, das Spiel wirklich zu mögen. So eine sinnlosen Sachen hier. Man hätte so viel mehr hier rausholen können. Ja, so ein Hammer, Mann, nimm den Hammer. Die Leute haben Kotze, wir haben einen Hammer, wenn wir wollen, meine Güte. Ja, natürlich. Die hier? Aus der kommen wir, glaube ich, gerade raus. Vorhin hat er den zweiten Kotzangriff ja überlebt. Was soll denn das? Das Spiel will ein, das Spiel verarscht einen am laufenden Band. Solange man die Tür nicht geöffnet hat, ist ein Kotzangriff tödlich und danach. Und danach steckt man den einfach weg. Was? Willst du mir irgendwas sagen? Sprich dich aus, du komischer Wasserhahn. Ah, da ist noch eine Kerze. Mal wieder die Taschen vollpacken hier. Wenn ich auf C gucken, wie viele Kerzen ich habe oder so. Finde die Schuellkarten.
Das ist sowas wie Yu-Gi-Oh! Ich glaube, irgendwie. Irgendwo kann man auch noch so einen Kopf anzünden oder so. Schuss. Amal! Brennt die. Kannst keine Kerze mehr tragen. Brennt die Kerze langsamer runter als sonst? Schneller? Dabei fällt mir ein, ich kann eigentlich noch mal einen kurzen Achievement mitnehmen. Mal kurz die Kerze ausgehen lassen. Ach ja, Pfeiltasten. Pfeiltasten. Ja, das ist irgendwie das Kacke mit den Pfeiltasten. Die Pfeiltasten sind für mich gefühlt einen Kilometer weit von allem weg. Ich steuere auf WASD und habe in der rechten Hand die Maus, natürlich wie es ein Gamer so nun mal so macht. Und ich muss dann die Maus loslassen oder eben halt aufhören zu steuern und muss mit einer von beiden Händen echt weit rüber übers Keyboard. So, Errungenschaft freigeschaltet. Die Kerze 20 mal angezündet. Haha! Also eine Kerze, 20. Irgendwelche Kerzen 20 mal angezündet. Sind nicht immer die gleichen, so. Ja, ja. Oh, mal was Neues. Hatten wir auch nur schon 20 Mal oder so. Wie soll man sich da... Ich will mal Leute sehen, die sich dabei dann noch erschrecken, wenn 20 Mal der gleiche Scare kommt, aber es passiert einfach. Das heißt Scare. Das ist ja kein Scare. Das ist ein Rohr. Ein scheiß Rohr, das einfach ein bisschen Dampf ablässt. Einmal die Kerze ran da. Ey. Kann man noch wegkugeln, den Scheiß. Seems to be some kind of spill. Shit, that hurt. So, alles ankrapschen. Now what? Footsteps? Well, I guess we could follow them. Ne, Fußspuren? Wer muss da noch immer an Metal Gear denken? Ey, ich hab doch gedrückt! Cool, wie die Fußspuren auf mich warten, ne? Und jetzt? Hier hören die Fußspuren auf. Das heißt, hier soll es irgendwas geben? Ein Werkzeug hier? Ja, was gibt's denn hier? Aha. Ein Blödsinn. Ey, wie auf solchen der Scheiß. Also jetzt mit der Maus, alles klar. Maus, Tastatur, Pfeiltasten, WASD, mit Controller ist manchmal echt, also manche Spiele echt einfacher, aber ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt für PlayStation oder so gibt oder ob das überhaupt eine Controller-Funktion hat. Hören die jetzt hier wieder nur zu Verwirrung auf?
Was ist jetzt wirklich? Nee, jetzt war wirklich. Na. Sounded like a door opening. Sehr schön. Oh, cool. So eine Kugel. Die will ich jetzt haben. Oh ja, ist so dreckige Flossen. Doch grade, ich war doch gerade baden. Das findet er jetzt nicht so interessant, oder was? Nee. Okay. Was gibt's hier? Old wooden furniture seems to be the key. It has a mechanism, but parts are missing. Natürlich. Hier ist auch nie irgendwas vollständig, ey. Finde das fehlende Teil, 0 von 2. Ach, jetzt will der Herr auch das Buch lesen. Dagger from hand to hand has fought evil. Rotten meat will be defeated with the touch of the dagger. Wenn ich mal nicht so ein Dagger brauche, also ein Dolch. Im Prinzip muss ja alles, was ich brauche, hier drinne sein. Und was Dreieckiges und ich brauche einen Dolch. Dolch denn wahrscheinlich da rein? Dann hält mich wahrscheinlich die Armklammer fest. Ja, überschaubar der Raum, oder? Wo hab ich den denn jetzt her? Und warum hat er das vorhin noch nicht gemacht? Bei der anderen Tür. Ich hab doch schon mal so zwei so eine Türen gesehen, wo so ein Sheet da dran klebte. Ach, weil er da das Buch noch nicht gelesen hat. Aber er hätte das Buch nie gelesen, wenn er nicht das Ding hier gesehen hätte. Okay. Ich greif zu, mein Bester. Meine Güte, ey. Ah. Aber ich schneide auch immer noch einen Teil raus. Ach, jetzt wieder vorne. Oh, meine Fresse, ey. Jedes Mal ein anderer Knopf, ey. So, hier. Weg hier. Ekliger Matschklumpen. Fleischklumpen. This place represents the knowledge of Kedwin, a complete erudite in witchcraft. Our scientists inform us that a presence with connection to their past is somewhere around here. Be very careful. Books don't bite. Okay. I have my doubts. Oh, ich habe eine neue. Ein himmlisches Monokel. Ein uraltes optisches Gerät dazu benutzen, um böse Wesen zu sehen. Nice. Was ist mit meinem anderen Monokel? Ist das jetzt weg? Kann er auch übereinander packen, dann sieht er doppelt so gut aus. Was ist das denn hier? Schnitte am Körper, Schnitte am Arm, Bein, Brust, Schnitte im Gesicht, an den Augen, an den Händen, Schnitte an den Fingern, Schnitte in deinem Leben, Schnitte an deiner Seele, Schnitte an deinem Leib, nicht einmal im Tod wirst du Ruhe finden. Wow, jede Menge Cuts. Zwischen Borderline oder was? Okay, aber das hier könnt ihr dann doch noch eine Aktion werden, die ich dann am Anfang des nächsten Videos starte. Ich habe jetzt erstmal wieder einiges geschafft hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es ist echt teilweise ein riesiger Frust,
genauso frustrierend, warum sehen die Bücher so kacke aus, während alles andere so geil aussieht. Das sieht ja aus wie eine Buchtapete. Aber egal. Wir wollen uns hier nicht mit Details aufhalten, ne? Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Bis dann, alles Gute. Ciao.